16 Bars heute mit Bushido und Shindy und mir Maggie. Wir werden uns heute passend zum Album Classic mit ein paar Klassikern auseinandersetzen aus den verschiedensten Kategorien. Wir starten auch schon mit der ersten Kategorie und zwar mit der, die euch wahrscheinlich am meisten beeinflusst hat, und zwar der Musik. Gibt es denn da schon Klassiker, die ihr direkt spontan im Kopf habt? Da haben wir gestern, glaube ich, auch drüber geredet. 2001, Dr. Dre, Doggy Style, Snoop Dogg, Chronic, Dr. Dre. Bei dir, Bushido? Also bei mir auf jeden Fall N.W.A. So diverse Alben, da gibt es ja so einige, auch wenn jetzt beispielsweise alle nur so über Straight Outta Compton reden. Ansonsten auf jeden Fall Doggy Style von Snoop. Das ist so ein Ding, das hat mich einfach ganz hart beeinflusst. Und dann Eminem Show. Das ist so für mich auf jeden Fall Classic. Ja. Gut, es gibt da noch so einige andere Sachen. Es gibt viele, früher gab es noch so eine Mixtape-Generation, da war halt so PF Cutten und einige andere DJs, die haben halt so geile Tapes rausgebracht, aber denke mal, das ist hier dann schon wieder zu Classic auf jeden Fall. Ja. Okay, dann gucken wir uns mal an, was wir vorbereitet haben. Und zwar einmal hier ein paar Sachen. Bushido, du dürftest vor allem ein paar Geschichten dazu raushauen können. DJ Premier. Ja, krass. Genau das, worüber ich geredet habe, Alter. Ist ja krass, Alter. Die Tape Kings Serien, das meinte ich gerade mit PF Cutten, DJ Premier, da waren noch so einige andere. Tony Touch und so, das waren diverse DJs, die dort die Tapes gemacht haben, waren die besten Tapes der Welt. Also fand ich so krass, Alter, dass ich da richtig, da war ich echt süchtig nach. Und leider ist das natürlich auch dann irgendwann ausgestorben, Alter. Du hattest auch ziemlich viele, weißt du, ungefähr kannst du sagen, wie viele Tapes und Platten du auch hattest? Also Vinyl hatte ich Tausende auf jeden Fall und Tapes kann ich dir so jetzt spontan nicht mehr sagen. Leider ging das dann sehr, sehr schnell wieder runter mit den Tapes. Also die sind ganz schnell wieder einfach verschwunden. Beziehungsweise, nee, ich meine jetzt nicht ganz schnell, aber als es dann losging, so mit CDs und Minidisc und so, da hat dann die Kassette einfach mal komplett keine Sonne mehr gesehen. Deswegen hat das leider für mich dann auch, ich bin dann voll auf diesen Minidisc-Film mitgefahren, weil ich halt auch meine ganzen Beats, ich hatte ein Mehrspurgerät so auf Minidisc-Basis und deswegen ist dann auch die Kassette dann ganz schnell verloren gegangen, leider. Bei euch geht es ja nicht verloren. In eurer Premium-Box habt ihr ja eine Kassette. Ist das auch so ein bisschen Nostalgie, die da in dir schlummert? Weil du hast ja auch ziemlich viele Tapes ganz am Anfang vor allem selber noch beschriftet und aufgenommen. Kopiert, Alter. Mit so doppelte Geschwindigkeit habe ich dann so für 90 Minuten Tape nur 45 Minuten gebraucht und so. Und Bandsalat und sowas alles. Und mit Bleistift wieder so zurückdrehen und so alles. Und mit so Klebeband oben so rüberkleben, festkleben, damit man es wieder weiter spielen kann. Ja, also das war definitiv auch ein Grund, warum wir das gemacht haben. Wir haben uns halt überlegt, so, was wir machen können. Wir hätten natürlich jetzt auch eine Vinylplatte reinlegen können, aber das war dann so wie immer gewesen. Ich habe jetzt schon einige Alben auf Vinyl rausgebracht und wir dachten uns, ja, Kassette hat auch einen coolen Flavor und eine Kassette kann man sich halt auch einfach mal so in die Tasche stecken oder so, ohne dass man dann halt immer mit so einer Vinylplatte rumlaufen muss. Und ja, schade, dass die meisten Menschen heutzutage das gar nicht mehr kennen. Also war schon geil. Wie sieht es denn bei dir aus mit französischem Rap? Ist das auch für dich etwas Klassisches oder hast du damit noch nie was so richtig anfangen können? Also ich war jetzt nie annähernd so da in dem Thema drin wie er, aber ich war eigentlich schon immer mehr so auf dem Ami-Film klar. Also I Am kenne ich, Buba kenne ich auch und noch so ein paar andere, aber nie so richtig Fan gewesen. Also das ist mir irgendwie alles zu kompliziert. Ich habe auch relativ spät in der Schule erst Französisch gehabt, deswegen habe ich halt gar kein Wort verstanden. So. Bei den englischen Sachen hat man wenigstens manchmal irgendwie so Wortfetzen begriffen oder verstanden, was die mir jetzt sagen wollen im Großen und Ganzen. Deswegen war ich so bei französischem Rap immer ein bisschen raus, eher. Bei dir hingegen, französischer Rap hat eine große Rolle gerade am Anfang gespielt. Du bist ja tatsächlich, ich glaube, 20 oder 30 Stunden mit dem Zug nach Frankreich, um dir Marseille sogar. Nach Marseille bin ich gefahren, so alleine, voll behindert einfach, bin, glaube ich, Friedrichstraße bin ich eingestiegen und irgendwann dann in Marseille ausgestiegen und bin dann einfach so, war total behindert, weil ich dachte einfach so, also all die Musik, die ich gehört habe, das war auch noch lange vor der Zeit von Buba, beispielsweise NTM habe ich nie gehört, so die kamen halt aus Paris, so das war nie so mein Ding. Ich bin halt so voll auf dieses I Am, auf dieses so dieses Mystische, dann halt siehst du ja auch dann diese ganze Samurai-Geschichte und
Funky Family und gab es noch ganz, ganz viele andere Gruppen, die ich tot gefeiert habe. Und die kamen dann halt irgendwie so alle aus Marseille. Und ich dachte wirklich so, ich muss einfach nur nach Marseille gehen. Und das ist dann da so ganz genau so, wie die das so sagen. Und so wie jetzt einer denkt, so, okay, Bushido und Flair und Sido und so, die Jungs, die kommen halt irgendwie aus Berlin. So, ich muss jetzt einfach nur nach Berlin fahren und werde da alles treffen und alles sehen, so was sie da halt so beschreiben. Und bin wirklich mit dieser Blauäugigkeit dann nach Marseille gefahren. Und habe aber dann wenigstens, also ich habe dann nichts Großartiges erlebt, aber ich habe da auch so einen Plattenladen gefunden und habe dann dort mir Platten gekauft. Und es war einfach voll krass, weil ich bin so ganz alleine in so ein Stundenmotel gegangen, habe mir da so ein Zimmer gemietet, ganz alleine, habe in so einem dreckigen Bett gepennt, nur weil ich da irgendwie halt Platten kaufen wollte. Das ist total bescheuert, Alter. Also deswegen, IAM war überkrass. Und dann gab es ja auch noch so diese ganze Sache mit Sons of Man und es war einfach, oh, Alter, da war ich überkrasser Fan. Und irgendwann später hat dieses I Am und Marseille-Ding halt irgendwie aufgehört und dann kam halt Buba und vor Buba halt auch noch seine Gruppe Lunatic mit Ali zusammen. Und das habe ich halt auch so, das war 2001, 2002 habe ich das auch tot gefeiert und auch 2000 war das, glaube ich, auch noch. Da habe ich nämlich auch in Hannover gewohnt. Mit Divo zusammen und da war halt richtig Lunatic und dann habe ich immer Mauvais Oeil habe ich halt gehört, das war das Collabo-Album von denen und dann hat Buba sich mit Ali gestritten, dann kam halt seine Solo-Sache und er wurde mega erfolgreich und war halt dann mega Buba-Fan und aber Ali habe ich auch immer gehört und dann gab es dann halt von denen halt noch so alte Mixtapes und so und dann diese ganze 80 Scientifique-Geschichte und so, das war halt einfach mein, da war ich überfan, Alter, richtig krass, Alter. Dann lass uns noch ganz kurz Deutschrap angehen. Hat das dann eine große Rolle bei dir gespielt? Du hast dir, glaube ich, die Maxi-CD von Füchse damals geholt, auch wegen Samy Deluxe. Warst du Fan? Nee. Ich hatte die Maxi gehabt, aber wegen des I Am Remixes. Ah, okay. Denn dort hat der DJ von I Am hat dort einen Remix sozusagen gemacht und der war einfach so krass. Und damals gab es das nicht, von wegen so, ja, ich kaufe mir bei iTunes irgendwie nur einen Song vom Album, da musstest du dir halt das ganze Ding holen. Und habe ich mir halt die Maxi geholt und habe das halt tot gefeilt, weil der Beat war einfach so krass, Alter. War richtig Monster. Dementsprechend also nicht wegen Samy Deluxe kein Fan gewesen, Hamburg nee. Generell? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also weder Beginner noch Samy noch irgendwie was anderes. So hat mich jetzt nie so berührt. So, das ist jetzt also auch nicht böse gemeint, aber es hat mich einfach gar nicht angesprochen. Aber dieser Füchse-Remix, der war einfach unglaublich, Alter. Was hier ein bisschen aus der Reihe natürlich tanzt, ist Roxette. Das hast du ja schon bei Kiss FM erwähnt. Du warst vor Hip-Hop zumindest Roxette. Ja, auch während Hip-Hop immer noch. Also es sind halt auch heutzutage ja auch. Also ich habe immer noch oder schon immer Songs gehabt, die so mit Hip-Hop gar nichts zu tun haben. Natürlich in dem Alter war halt Roxette halt einfach mega angesagt und dann gibt es so, aber ich war halt eher so der Single-Junkie. Also ich habe natürlich jetzt nur die wirklich bekannten Songs von Roxette gefeiert. So, ne? Jetzt nicht irgendwie so, ja, Roxette hat voll das krasse Album gemacht oder so, weißt du, sondern die Songs, die man da halt mitbekommen hat, so, die habe ich gefeiert. Und dann habe ich aber natürlich genauso sehr beispielsweise Guns N' Roses habe ich gefeiert. So, dann gab es halt auch den Terminator-Soundtrack und so und Knocking on Heaven's Door und sowas alles. Und dann wiederum auch viele Madonna-Songs und damals, als das so alles anfing, da war halt auch MTV einfach nochmal so ein überkrasses Medium gewesen, dass ich halt natürlich so wie Like a Prayer und so, das habe ich halt bei MTV als erstes gesehen und bin darüber natürlich auch mit dieser Musik in Verbindung gekommen und habe Musik generell schon immer gefeiert und auch zu meiner Gesellenprüfung, als ich musste mich ja lange Zeit vorbereiten, habe ich halt auch einfach mal so komplett andere Musik gehört, so klassisch. Klassik habe ich gehört und sowas alles und heutzutage höre ich einfach auch das, was einfach gut klingt und ich habe jetzt auch auf meinem iPod beispielsweise oder auf dem iPhone habe ich halt auch einfach dann so Sia beispielsweise und keine Ahnung was für Songs oder dann halt auch wieder Lana Del Rey und so, was halt auch mit Rap nichts zu tun hat und da geht es mir halt einfach um die Musik an sich und was man hier auch noch sagen kann, ist natürlich, dass Asatz-Platte hier noch auf dieser Leinwand oder auf diesem Rahmen so liegt und Azad habe ich auch gefeiert, also da waren auch eine Menge Songs, die ich richtig cool fand, so gerade halt auch seine Beats haben mir sehr, sehr gut gefallen. Da hat er, glaube ich, so, ich glaube, der beste Beat, den er jemals gemacht hat, war, glaube ich, diese Ein-Mann-Armee, so und das war einfach krass, Alter, so und habe ich auch sehr, fand ich richtig cool und deswegen war es für mich natürlich auch ein mega Erlebnis, dann mit Azad dann auch zusammen auf Tour zu gehen, wir waren auch zusammen auf Tour und Azad fand ich cool, so und auch als das Battle war beispielsweise, oder der Beef zwischen Azad und Samy,
war ich natürlich auch immer auf Azads Seite. Aber auch nur wegen dem Assi-Charakter so. Also Sammy ist natürlich auch ein unglaublicher Rapper, immer noch und schon immer gewesen. Aber hätte ich mich entscheiden müssen, natürlich auf so auf Kanackenseite halt so, ne? So diese Kanacken-Ehre dann natürlich mit Azad dann eher als mit Sammy. Gut, dann lass uns mal direkt weitergehen. Und was wir natürlich auch überkrass vergessen haben, ist natürlich auch Mobb Deep. Also da ist natürlich auch so eine Gruppierung, die in ihren Anfangszeiten auf jeden Fall, so Hell on Earth und all diese Dinge, die sie da gemacht haben, waren einfach richtig krass. Und Mobb Deep war auch so ein Sound, der mich extrem beeinflusst hat und vor allem auch extrem auch angesprochen hat. Auch natürlich das beste Beispiel dafür, dass mit voranschreitender Zeit die Musik halt einfach scheiße wird. Und das beste Beispiel war dann der Deal bei 50 Cent. Und das war halt einfach totaler Scheiß, Alter. Aber so die ersten Sachen waren einfach unglaublich, Alter. The Infamous und ach, einfach die besten, die beiden, Alter. Aber könntest du sagen, ob dich Mobb Deep oder Buba mehr beeinflusst hat in deiner Musik? Wenn man sich das mal so anschaut, muss man sagen, dass Mobb Deep mich eher beeinflusst haben in den Anfängen meiner Musik. Ja, damals, als es noch so alles so mit Orgi und Hengst und Frauenarzt und Taktlos und sowas alles, das war dann schon eher so die Mobb Deep-Zeit gewesen. Und als es dann so mit Akku Berlin losging und von Bordschirm bis zu Skyline und sowas alles, da war natürlich total Buba halt irgendwie angesagt. Also da habe ich dann auch Mobb Deep nicht mehr so krass gefeiert. Es kam dann auch irgendwann auch nichts mehr. Dann gab es dann halt nochmal so ein paar Versuche da irgendwie nochmal durchzustarten und habe da gedacht, wow, krass, neues Mobb Deep Album, aber das hat mir gar nichts mehr gegeben und Buba hat, war einfach voll krass. Und jetzt ist es wiederum so, dass mir halt auch die neuen Sachen von Buba gar nicht mehr, schon lange auch gar nicht mehr gefallen. Also das sind dann so bestimmte Zeiträume, in denen die Leute die Musik, die sie gemacht haben, halt einfach so gemacht haben, dass sie mich angesprochen haben. Jetzt ist es eher so, dass halt dann Flair Buba feiert und Flair hätte damals zu Agro Berlin Zeiten halt weniger Buba gefeiert als ich. So damals halt, ne, aber wow. Jedem das sein, aber im Moment. Jetzt mittlerweile bin ich eh auch ganz raus, was Musik überhaupt betrifft. Also mittlerweile bin ich halt einfach nur noch so ein Radiotyp und aber auch nur so Paradiso, weil dort läuft dann halt noch so, halt so Evergreens, dann läuft dann halt nochmal so Bruce Springsteen und Genesis und sowas alles, ne? So Phil Collins und so. Das sind dann eher Sachen, die ich dann heute gerne höre. Und wenn ich mir jetzt heute irgendwie Kiss oder irgendwie die aktuellen Radiosender ein, dann ist das halt irgendwie, weiß ich nicht, Alter, DJ Felix Jähn und dann der andere DJ und der andere DJ und der DJ auch nochmal neu und dann Avicii auch wieder neu und so und das ist halt einfach voll zum Kotzen, die Musik heutzutage ist. Und Sido mit Astronaut und das muss jetzt so erstmal nicht sein. Alles klar, dann gehen wir gleich mal weiter und zwar zur Mode, da ist wahrscheinlich Shindy ein bisschen fitter drin, ich habe schon gehört, du... Wann warst du raus, so, er hat ja auch... eindeutigen Style geprägt damals. Doch, Digga. Ja, aber ich hab mir sagen lassen... Boxerschnitt-Geschichte kannst du dich nicht rausreden, Digga. Ich habe mir schon sagen lassen, du therapierst ja auch gerne die Leute modisch. Ich werde auch sehr viel therapiert. Ich muss auch einstecken, also ich teile nicht nur aus. Aber inwiefern? Flair ist so ein Typ, so ich, das sind so die aberwitzigen Unterhaltungen so zwischen Shindy und Flair. Jetzt hatten wir am Montag ein Interview gehabt, so Flair ist so ganz zufällig so mit reingeschneit und dann ist der Kollege auch abgehauen und dann standen wieder immer noch alle zusammen, saßen rum, haben gegessen und dann auf einmal unterhalten die beiden Typen sich über Mode, über Schuhe und über Jacken und so, wo ich mir denke, ey, Alter. Und dann habe ich auch wirklich gesagt, ich so, okay, Jungs, haut rein. So, ich gehe jetzt. Ciao. Und einfach abgehauen, Alter. Gut, dann lassen wir dich jetzt einfach raus. Eigentlich ja nicht, weil wir haben ja hier einen kleinen Pulli für dessen Marke du ja auch immer sehr bekannt warst. Zumindest assoziiere ich dich immer nur mit dieser Marke. Ich habe die vorher nicht gekannt und kenne sie bis heute eigentlich nur durch dich. Aber... Na, der schönste Pulli ist es nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich... Das ist auch nie das, was ich getragen habe. Das ist jetzt so das, was man heutzutage vielleicht noch so ein bisschen retromäßig bekommt. Ja? Aber die Carlos, die wir damals gerockt haben und so, die waren natürlich total bunt und auffällig und hässlich. Das ist halt einfach nur hässlich und dann gab es halt auch nicht so dieses Carlo Colucci-Ding hier so auf der Brust, sondern es gab dann halt so am Ärmel gab es dann so dieses, das Carlo Colucci-Zeichen, das war immer am linken Ärmel so aufgestickt, so, ne, und das war halt total wichtig und jeder, der einen angeguckt hat, so, hat dann gedacht, okay, der Pullover sieht nicht so geil aus, aber, okay, ist Carlo, sieht man dann hier drauf, ne. Also, ist das denn eine teure Marke? War es damals teuer? War unglaublich teuer, Alter. Damals hatten wir, Pullover haben so 800 Euro gekostet, aber 2001, so, das ist so wie heute kostet irgendwie eine Jacke 3000 Euro.
So, ne? Also es war einfach so unglaublich teuer, aber... Konntest du die dir leisten? Na, eigentlich gar nicht, Alter, die haben wir uns geklaut. So. Und hast du auch noch welche zu Hause rumliegen? Nee, ich habe dann irgendwann komplett ausgemistet und so. Ich bin so ein Typ, ich bin eher nicht so der Messi-Typ. Also alles, was ich nicht mehr benutze und so, das schmeiße ich einfach weg, auch wenn es gut ist und auch wenn es noch intakt ist. Also ich würde auch einen DVD-Player einfach so, wenn ich mir jetzt einen Blu-ray-Player gekauft habe, so hätte ich einfach meinen DVD-Player weggeschmissen. Auch wenn der funktioniert, der ist ganz. Jetzt mittlerweile versuche ich schon so Leute zu finden, die das dann auch nehmen wollen und so, dann gebe ich das meinem Nachbarn oder so. Aber der Pullover ist natürlich, also die Marke ja, aber dieser Pullover auch mit diesem Schnitt und diesem Muster und so und dieser Zusammenfassung hätte niemals jemand von uns getragen. Niemals. An dieser Stelle, wird das die Kamera oder welche Kamera ist das? So, an dieser Stelle auf jeden Fall dicker, Flair. Guck mal, ich zeig dir jetzt mal den Carlo. Ich hoffe, du kannst, wenn du das jetzt siehst, Dicker, bitte, ja, ich zähle auf dich. Steiger war ja auch schon der Meinung, das dauert maximal 30 Minuten, bis du reagierst. Dicker, tu mir einen Gefallen und schreib mir in den nächsten 10 Minuten deinen Kommentar zu diesem Carlo-Pullover, okay, Dicker? Okay, danke dir, maskulinip.de, transform your body. Es gibt ja auch sehr klassische Sneaker. Du besitzt auch sehr, sehr viele Sneaker. Wie viele sind das denn? Wie viele zählen wir gerade? Ich weiß es nicht mehr. Vor FBGM habe ich das letzte Mal gezählt, da waren es 40. Ich tippe, dass es diesmal, also dass es mittlerweile locker über 80 sind. Ich tippe mal so zwischen 80 und 100. Ich verschenke aber auch immer viel, wenn ich die irgendwie ein paar Mal angehabt habe und irgendwie dann merke, dass sie doch nicht so mein Ding sind, dann gebe ich meinen Kumpels davon was ab oder meinem Cousin oder so. Welcher ist denn dein persönlicher Holy Grail? Auch wenn ich jetzt gehatet werde, ich glaube Air Force One, der hohe, in ganz weiß, weil den kann man seit 15 Jahren einfach immer mal wieder anziehen, ohne dass man in oder out oder sonst irgendwas ist. So. Der, also wenn ich einen Sneaker für immer an meinem Fuß machen müsste, dann würde ich einfach den nehmen, weil da kann man eigentlich nichts falsch machen. Es gibt ja auch Menschen, die zelten für beispielsweise diese Schuhe, die Yeezys. Das sind jetzt keine Klassiker, aber kannst du dir vorstellen, dass das mal Klassiker werden, gerade für so die... Verkaufst du die? Sind das deine? Das sind meine, ja. Welche Größe hast du denn? 38,5 ist das. Verkaufst du die? Ja, wir können drüber reden. Ja, klar. Noch nie gesehen. Direkt mal Geschäfte machen. Ich angehabt. Am Montag habe ich die angehabt, hast du noch gesagt, findest du richtig hässlich. Ah, die sind sehr klar. Ach, das sind die? Die gibt es aber hier in Grau. Ich habe keine Ahnung von dem. Ohne Witz. Also ich hab, was schätzt du, wie viel die momentan wert sind? Keine Ahnung, Alter. Aber Preis ist mir auch egal, weil... Ja. Obwohl, guck mal. Nee. Vielleicht sogar noch mehr. Also den habe ich tatsächlich für 800 bekommen. 800? Du hast 800 Euro dafür ausgegeben? Digga, Alter. Also guck mal, das ist jetzt auch so ein Schuh, der so vielleicht so ein bisschen stylischer ist und so. Aber das ist schon so die harte Grenze bei mir. Aber den habe ich jetzt auch, weil ich habe den halt umsonst bekommen. Aber ganz ehrlich, so bei allem Respekt... Also ich bin ja auch ein Typ, der wahrscheinlich so einiges Geld für einige Sachen ausgeben würde, aber warum kostet die 800 Euro, Alter? Sag mir mal einen Grund. Weil der limitiert ist, alle einen riesen Hype drum gemacht haben. Bullshit, Mann. Und den dann nur noch bei eBay bekommst. Krass geklaut, Mann, Alter. Aber würdest du dafür auch, wenn du kriegst die ja immer geschenkt und zugeschickt, würdest du... Ich muss auch hustlen dafür, Alter. Mhm. Bei dem schwarzen, alter Schwede. Keiner wollte den hergeben und dann habe ich ihn doch noch irgendwie bekommen. Ich muss ihn aber ganz normal bezahlen. Und der ist von Kanye West? Designed, ja, Adidas. Glaubst du denn? Ich dachte, das ist Nike, Alter, weil der sieht original aus wie Nike. Also wenn das Adidas-Emblem hier nicht wäre, ja, und ich den so sehen würde, würde ich mir denken, okay, neuer Nike-Schuh, Alter. Sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Aber nee, ist überhaupt. Und ist auch ein anderer Punkt, so ich würde halt auch niemals Schuhe von Adidas tragen. Und aber glaubst du, das wird mal. Adiletten, Alter. Glaubst du, das wird mal ein Klassiker? Oder ist es vielleicht schon? Keine Ahnung, wie lange ist denn der jetzt draußen? 2 Monate kann man doch jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, wenn der in 10 Jahren oder so wiederkommt, dann kann man vielleicht sagen, ob es ein Klassiker ist. Aber jetzt kann man das, glaube ich, nicht sagen. Würdest du den auch totfeiern, wenn der nicht von Kanye wäre? Totfeiern nicht, nee. Ich würde den auch ohne den Hype nicht totfeiern. Ich würde auch ohne den Hype nicht mich so krass darum kümmern, dass ich den bekomme. Aber ich bin Shindy und so, wenn ich den nicht habe, wer soll den dann denn haben? Wird Shindy auch mal Schuhe designen oder Mode designen? Nee, ich glaube, das ist mir zu anstrengend. Alles klar. Also vielleicht irgendwann mal, aber mittlerweile. Ich bin noch... Also Musik machen macht mir noch so viel Spaß und ich investiere noch so gerne so endlos viel Zeit da rein, dass ich eigentlich jetzt noch keine neue Beschäftigung brauche. Klar, ich würde es gerne mal ausprobieren, aber dann auch nur so mit der richtigen Unterstützung. Also jetzt nicht da zu Hause irgendwas rumkritzeln wie so ein Idiot. Alles klar, dann geht's auch direkt zur nächsten Station. Auch dieses Gerät dürfte euch bekannt sein. Ja, naja.
Also wenn wir jetzt hier von Classic reden, dann hätte ich aber jetzt was anderes erwartet. Dann sehe ich es symbolisch. Weil ihr den anderen nicht bekommen habt? Genau. Dann hättet ihr mich mal fragen können, ob ich meine mitbringe, Alter. Was hast du denn zu Hause noch so rumstehen? Auch richtig schön alte Dinger noch von früher, wie du angefangen hast? So? Also bei mir zu Hause ist nichts alt, gar nichts. Bei mir zu Hause ist nichts Classic. Ich bin halt wirklich so ein Typ, der immer neu und immer so das Neueste und auch immer so davon das neueste Modell. Das Einzige, was ich tatsächlich immer noch habe, ist meine MPC von damals, die 2000er. Und das hat eine ganz lustige Geschichte auch gewesen, weil ich sie halt damals bekommen habe und irgendwann habe ich, dann kam halt irgendwie so Logic und bla und so und dann hat man irgendwie nicht mehr wirklich mit MPC, also ich wollte dann noch mit MPC Musik machen und dann habe ich so Leute gehört, die mir dann gesagt haben, nee, Dicker, das ist voll oldschool und so, heute macht man das anders, heute macht man das so und so und so und so und so und so. Und irgendwann habe ich die dann verkauft, weil ich hatte nicht so viel Geld gehabt. Und habe mir irgendwann mal so nach ein paar Jahren gedacht, ey, weißt du was, so jetzt bin ich wieder so weit, dass ich jetzt eigentlich wieder gerne eine hätte. Und habe dann meinen Soundtyp, der mit mir damals mit auf Tour war, der meinte so, hey, ich habe einen Kumpel hier, wie hieß der DJ da von Savage, Nikon, ne? Nikon, genau. Und der hat irgendwie eine MPC, die er verkaufen will und so. Ich so, okay, alles klar, kaufe ich ihm ab. So, und dann habe ich original meine alte MPC hat er gehabt, er wusste aber nicht, dass es meine ist und ich wusste aber auch nicht, dass es meine ist, aber als ich ihm abgekauft habe, habe ich nämlich unten so einen Fehler entdeckt und das war sozusagen den Fehler, den meine MPC hatte. Es war so eine Beule an so einer ganz bestimmten Stelle und da habe ich ihn gefragt, woher hat er die, hat er mir so erzählt, ja von dem und dann hat das gepasst und dann habe ich sozusagen irgendwie 6 Jahre später oder so, habe ich dann meine allererste und eigene MPC sozusagen dem Nikon wieder abgekauft und so und die habe ich auch immer noch. Mittlerweile steht sie bei Onkel Jockey, bei Jocker F steht die. Und an dieser Stelle will ich sagen, Jocker F, Alter, beweg mal deinen fetten Körper zu mir und bring mir mal meine MPC wieder. So, weil das ist das einzige Classic-Stück, so, was ich so aus der Vergangenheit habe. Ja. Habt ihr auch so gerade am Anfang, wo man vielleicht auch noch nicht so die Mittel hatte, ein bisschen rumgebastelt und rumexperimentiert? Also ich hatte nie eine MPC. Zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, war das schon alles, so wie er gesagt hat, Fruity Loops und Logic und was weiß ich was, da war quasi die MPC digital im Sequencer drin. Ja, ich habe rumgebastelt. Ich hatte zu wenig Sounds gehabt und mein Bruder hat ein Keyboard gehabt und dann habe ich so ein Headset-Mikrofon gekauft, habe das abgebrochen, habe dieses Mikrofon auf den Lautsprecher von dem Keyboard draufgeklebt und habe dann halt so davon die einzelnen Spuren immer eingespielt quasi und das war sehr mühsam, weil man halt du konntest halt im Nachhinein nichts mehr so richtig hin und her schieben, du musstest immer alles on point einspielen, hat ewig lang gedauert, hat richtig beschissen geklungen, aber hat Spaß gemacht damals und hat mich auf jeden Fall so ein Stück weitergebracht. Bei dir war es, glaube ich, damals das Mikrofon. Ja, genau, die Geschichte hätte ich jetzt auch nochmal erzählt. Ich hatte so einen Weleda Wischmopp von meiner Mutter, den habe ich genommen, mit so einem ganz roten, dünnen Stiel und so einer schwarzen Plastikspitze oben dran. Und da habe ich dann so einen Joghurtbecher genommen, habe den Joghurtbecher halt rangeklebt, so mit Tesafilm, habe in den Boden ein Loch reingeschnitten, habe meine Gameboy-Kopfhörer genommen und habe dann sozusagen einen Kopfhörer so mit reingeklebt und habe dann das als Mikrofon benutzt. Und da haben halt so wirklich Leute wie Frauenarzt und ich und Vader und Orgi und so, also die ganzen Hampelmänner haben echt noch mit dem Bushido-Mic aufgenommen, mit dem Joghurtbecher und dem Gameboy-Kopfhörer drin und so. Und das halt, ja, war mega lustig gewesen, Alter. Ja. Also equipmentmäßig warst du eh ganz vorne dabei und zum aber Teil... Aber auch nur, weil meine Mutter wirklich, Alter, so geil war. Die hat sich wirklich bei Sound & Drumland an dieser Stelle nochmal ein großes Fuck you an Sound & Drumland. Die hat sich echt so einen Kredit da aufgenommen. Es gab so eine Sound & Drumland-Karte und da hast du dann, keine Ahnung, ich glaube 3000 Euro waren das oder so. Oder ich weiß nicht, ob Mark oder Euro, das habe ich nicht mehr im Kopf. Und hat mir dann mit ihrem Kredit sozusagen einen Yamaha MD-8 gekauft. So einfach... Du musst dir vorstellen, also meine Mutter hatte so wenig Geld gehabt, so dass auch ein Führerschein für mich, der um vielleicht auch nur die Hälfte gekostet hätte, der war so weit weg entfernt für uns alle, so dass ich den ja auch, wie gesagt, auch erst mit 28 gemacht habe, als ich dann Geld hatte. Und sie hat aber dann trotzdem 3000 Euro oder D-Mark dann sozusagen auf sich genommen, um mir so ein Yamaha MD-8 Mehrspurgerät zu kaufen, von dem sie gar nicht weiß, was das ist und keiner überhaupt weiß, ob das irgendwas bringt, aber... Ja, man, da hat die mich richtig krass gepusht, Alter. Aber glaubst du, sie hat sich da relativ intuitiv verhalten, dass sie schon wusste, okay, da wird schon was draus machen?
Nein, ich glaube, meine Mama hat einfach nur ihrem Sohn das gekauft, was er wollte. So. Sie wusste gar nicht, was es ist, ob das was bringt und ob das überhaupt Zukunft hat. Aber ich wollte das, also ich wollte ja auch nie einen Führerschein. Also wenn ich sie vielleicht mehr oder krasser mit dem Führerschein vorgelabert hätte, hätte ich vielleicht auch einen bekommen, aber ich bin dann einfach ohne Führerschein gefahren. So, deswegen brauchte ich gar keinen Führerschein. Ich habe mir gesagt, Moment mal, ich kann noch Auto fahren. Und warum brauche ich denn da jetzt für 1.500 Euro irgendwie einen Führerschein? Ich fahre einfach. Und mehr Spurgerät brauchte ich. Und dann hat die es einfach gemacht. Und deswegen bin ich ja, habe ich auch schon oft erzählt, dann mit dem ersten Vorschuss von Universal bin ich dann zu ihr gekommen und habe ihr einfach das ganze Geld gegeben und habe gesagt, hier. Und das hat sie auch bis zum Ende, hat sie das gebunkert und hat davon keinen Cent ausgegeben. Hat aber echt cool, Alter. Gut, dann geht's auch schon direkt weiter. Und zwar, wahrscheinlich werden auch hier ein paar Kindheitserinnerungen geweckt. Na, aber hallo. Diesen Film kenne ich selber nicht, deswegen musst du mir jetzt erstmal erklären. Dann werden wir an dieser Stelle, glaube ich, das Interview abbrechen. Naja, vielleicht kann ich es ja auf mein Alter schieben. Wie alt bist du? 26. Naja, du weißt, Alter, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Dann klär mich mal auf. Naja, was soll ich dir auf? Wie soll ich dich aufklären, Mann? Das ist Bloodsport, Alter. Das ist einfach, einfach so einer der krassesten Filme überhaupt, in dem Jean-Claude Van Damme einfach mal überkrass rockt und es halt aber auch teilweise so ein bisschen also ein bisschen Streetfighter-Manier hat, weil dann am Ende, es gibt dann so ein großes Turnier und er arbeitet und trainiert halt für dieses große Turnier und auf diesem Turnier sind dann so, ist dann einer aus Brasilien, der macht dann so Capoeira und einer aus, keine Ahnung, aus Russland oder wie auch immer, woher die alle da kommen und das hat dann so ein bisschen so Playstation oder Nintendo-Charakter gehabt und so. Ja, das war einfach total krass und das sind einfach genau die Stories, die wir damals einfach endkrass gefeiert haben und dann gab es dann dieses Komitee und die mussten ihn erst zulassen und er war halt so der brave amerikanische Trottel sozusagen, der eigentlich überhaupt gar keine Chance hat, schon gar nicht gegen irgendwelche Asiaten und der Asiate sozusagen, Chong Li glaube ich hieß er, ist dann sozusagen der Endgegner gewesen und er hat ihn dann trotzdem gerockt und so und dann diese Szene glaube ich mit diesem Typen, der den Boden im Ring sauber gemacht hat, der dann von dem einen dann noch den Goldzahn so klaut und so, weißt du, und das Blut wegwischt. Und das war einfach das ist auch immer noch einer der besten Filme der ganzen Welt, Alter. Überkrass. Jean-Claude Van Damme, also dementsprechend meine nächste Frage hat sich dann auch erledigt, dann wird das wahrscheinlich auch dein Lieblingsfilm von ihm sein. Ja, nicht nur, also es gibt dann auch so noch andere Filme, die ganz cool waren, wo er dann auch vielleicht dann noch mitgespielt hat, aber generell ist Bloodsport natürlich definitiv so auch sein Film. Also Flair ist dann so eher auf Steven Seagal hängen geblieben und so und bei mir war es dann halt auf jeden Fall Jean-Claude Van Damme. Was gibt es denn bei dir für Filme, Classics? Ja, also diese Jean-Claude Van Damme-Schiene ist nicht so mein Ding gewesen, aber da hier mit Donnie Brasco und der Pate kommen wir auf jeden Fall der Sache schon näher. Scarface würde ich auf jeden Fall noch dazulegen. Ansonsten, ja, es gibt viele, viele Classic-Filme, die ich extrem feiere, aber ich glaube, wenn ich mich auf einen festlegen müsste, würde ich sagen, der Pate Teil 1. Donnie Brasco, da hast du ja auch deinen Namen her, Sonny Black. Einfach so Zufall gewesen, schnell einen neuen Namen gebraucht oder tatsächlich auch mit einem Charakter identifiziert vielleicht? Nö, also ich feiere den Film ja auch. Ne? Donnie Brasco war halt auch einer der geilsten Filme, die ich jemals geguckt habe. Und dann habe ich den Film reingezogen und Sonny Black war halt einfach auch cool. So. Und Michael Madsen war halt auch einfach ein geiler Typ und ja, Sonny Black war in dem Film halt einfach cool und das war halt einfach jemand, wo man sagt, okay, also wenn ich mich irgendwie selber so als irgendetwas darstellen möchte, so was ich vielleicht nicht bin, dann halt auf jeden Fall, oder andersrum, wir können uns ja so darstellen, wie wir wollen, weil wir können es ja selber kreieren und wenn ich mir was aussuchen müsste, so, dann wäre Sonny Black eigentlich ganz cool, plus den Namen feiere ich auch, hat so eine gewisse Coolness auch und der Typ an sich war halt einfach auch extrem cool. Und dann gab es dann so schöne Zitate wie Sonny Black ist der Boss und bla und so. Und ja, das hat halt einfach genau in die Zeit reingepasst. Und deswegen habe ich auch immer mal wieder so als Sonny Black mal irgendwie ein bisschen Mucke gemacht und war dann auch immer ein bisschen anders als Bushido. So, jetzt nicht so, dass ich jetzt komplett Shizu bin, aber ich habe das schon auch der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien erklärt, so dass Sonny Black natürlich auch einfach eine gewisse mafiöse Rolle auch verkörpert. So, ne? Das hat jetzt nichts mit mir persönlich zu tun. Und dementsprechend auch die Musik halt dem ein bisschen anders klingt. Und ja, da war Donnie Brasco war eigentlich, Sonny Black war auf jeden Fall eine richtig coole Atze dann im Film. Alter. Wieso ist es denn eigentlich so, dass bei Filmen, die jetzt gewalttätig sind oder vielleicht auch ein bisschen
anders sind, da wird nicht so viel rumdiskutiert oder über den Regisseur hergezogen oder attackiert wie jetzt bei einem Rapper. Glaubst du denn, es wird irgendwann mal die Zeit kommen, wo sich sowohl der Rap-Fan als auch der Rapper selbst nicht mehr rechtfertigen muss für gewisse Dinge, sondern dass das wirklich wie in Amerika als Entertainment gesehen wird? Hier in Deutschland weiß ich nicht, ist mir auch relativ egal, weil mich nervt das ja nicht, weil auch die Rap-Hörer und auch die Rap-Macher sind ja eigentlich, müssen sich untereinander auch gar nicht für irgendwas so erklären. Ja, wenn ich irgendwie einen Song schreibe oder irgendwie sage, hey, du Schwuchtel oder bla bla bla, dann ist ja der Einzige, der sich darüber aufregt, ja derjenige, der von Rap keine Ahnung hat. Das heißt, uns als Rap-Liebhaber und als Rap-Macher und so, es kann uns egal sein, ob da irgendjemand halt ein Problem mit hat oder sich da wieder irgendwie einmischt. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, weil Deutschland ist viel zu, guck mal, Amerika ist verrückt und Amerika, gerade mit diesem amerikanischen Traum und dass Schwarzenegger wird dann plötzlich Senator und eventuell sogar hätte er Präsident werden können oder Donald Trump wird jetzt vielleicht Präsident und sowas alles. Also die sind so durchgeknallt, einfach in der kompletten Struktur, dass da sozusagen Rap einfach noch so das Normalste eigentlich auch ist. So, weißt du? Und hier bei uns in Deutschland, die Menschen sind hier so konservativ und versuchen diese Kultur oder diesen Teil der Kultur so weit auszugrenzen, dass das wahrscheinlich niemals irgendwie so angesehen wird wie in Amerika. So, es sei denn, also nee, also selbst auch ich in meinem Leben, glaube ich, werde das auch nicht mehr erleben. Will ich auch gar nicht, weil wir machen jetzt nicht Rapmusik, weil wir hoffen, dass das irgendwie dazugehört, sondern das ist unser Genre, das ist unser Metier, das ist unsere Liebe. Und deswegen ist mir scheißegal, ob das irgendwann nochmal dazugehört oder so. Alles klar, aber Arnie war dennoch einer deiner Helden, oder? Ja, nicht so sehr wie Jean-Claude Van Damme, nicht so sehr wie Sylvester Stallone, aber Arnie habe ich mir natürlich auch reingezogen, aber Terminator ist jetzt auch nicht so mein Lieblingsfilm, so, ne? So auf keinen Fall. Gut, dann geht's direkt weiter. Okay, hier werden schon die DVDs abgestaubt. Und zwar haben wir hier natürlich auch noch Konsolen, Nintendo, Game Boy. Jetzt will ich, oh geil, Alter. Hast du selber besessen, ja? Klar, Alter. Das hat aber mega lange gedauert, bis ich so ein Ding bekommen habe. Ich habe das immer am Hermannplatz bei Karstadt, konnte ich das immer spielen. Und ja, ist einfach geil, Alter. Nintendo Entertainment System, Alter. Oh, geil. Was für Spiele hast du dann immer gezockt? Ach, alles Mögliche, Mann. Alles, was es dafür gab. Also von A bis Z, alles durch. Icarus, Fußball, also alles Mögliche. Zelda, wie die Leute sagen, war auch eins meiner Lieblingsspiele auf dem Nintendo NES. Und Game Boy habe ich nicht so krass gefeiert. Habe ich auch selber keinen gehabt. Dann habe ich mir das immer mal so ausgeliehen und so, aber Gameboy war nie so mein Ding, bin ich auch nicht warm mit geworden. Aber so Konsolen, voller Freak, Alter. Wie sieht's bei dir aus? Das Ding hier war auch wieder vor meiner Zeit. Ich hatte dann irgendwann so ein Super Nintendo, aber meine Mutter hat immer so krass rumgenervt, Alter, wenn wir da gespielt haben. Es hat so genervt, so, du konntest gar nicht mal da in dieses Spiel reinkommen, weil die immer schon nach 20 Minuten immer so, okay, reicht jetzt mit dem Quatschen. Deswegen bin ich nie so ein Freak geworden. Game Boy Color und so hatte ich dann später auch, aber da war das dann schon irgendwie uninteressant geworden. So, ich kann mich noch an die Super Nintendo erinnern, halt, wie ich da mit meinem Bruder spielen wollte und sie halt wirklich schon nach 15 Minuten, so, wo du dir auch so als Achtjähriger denkst, ey, Alter, das ist gerade dein Ernst, dieses Ding ist noch nicht mal richtig hochgefahren. Naja, ganz lustig, aber im Nachhinein bin ich ehrlich gesagt froh, weil ich habe auch so andere Typen gesehen dann von meiner Schule, die so übertrieben drauf hängen geblieben sind, richtige Junkies geworden sind, auch später mit diesen komischen Online-Rollenspielen und so. Ja, Dicker, du bist ja nicht hängen geblieben, aber gibt schon ein paar so Patienten. Deswegen, nee, ich bin schon froh, so wie alles gelaufen ist, auch ohne Konsolen. Was zocken wir denn jetzt gerade? Also ich leider viel zu wenig. Ich habe natürlich PlayStation 4 und Xbox One und Nintendo Wii und alles, was es gibt, haben wir zu Hause. Ich zocke so ein bisschen The Witcher auf der PlayStation 4 und ab und zu bin ich dann nochmal so StarCraft, Warcraft und Diablo-mäßig unterwegs. Aber auch nur so, dass ich sage, okay, jetzt bin ich mal irgendwie eine Stunde früher zu Hause und die Kinder schlafen jetzt, so jetzt mache ich es nochmal irgendwie eine Stunde oder so. Eigentlich bringt es gar nichts, aber nur so just for fun. Und die Zeiten, wo ich das halt wirklich so gerne und auch lange gespielt habe, sind auch wirklich schon seit Jahren vorbei. Also spätestens so seit die Kinder da sind, auch geht das gar nicht mehr.
Gut, dann war es das auch schon mit unserer kleinen Tour. Ich habe eine Hausaufgabe bekommen, und zwar Bloodsport zu gucken. Ja. Und ja, das war's von uns. American Ninja und sowas, Alter. Ich werde. Weißt du, Michael Dudikoff und so, das ist ja halt auch. Ich fühle mich gerade sehr schlecht. Ja, okay, Alter. Aber gut, kein Problem. Es sei deinem jungen, noch jungen Alter geschuldet. In diesem Sinne. Ja, nicht so. Der ist ja allglatt hier. Das ist der Teflon. Teflon Bushido. Man nennt ihn auch Teflon Bushido. So. Ich hoffe, das ist alles schon drauf, ja?